Necrovision. Oder Necrovision, oder wie man es aussprechen mag. Genau, das wird mein nächstes Projekt, das ich schon lange angesprochen hatte. Und wir machen direkt ein neues Spiel. Mann der Tapferkeit. Normaler Modus, zeige deine Fähigkeit und deinen Mut. Aha. Harder Modus, ernsthaft? Mann der Tapferkeit, machen wir mal. Prolog, Niemandsland. Aber es geht ja ziemlich schnell, denke ich mal. Und ich bin gespannt, was mich so erwarten wird von dem Spiel, weil ich habe damals nur ein kurzes Let's Test gemacht und es war ziemlich, also kam ziemlich gut an und jetzt mache ich das einfach mal. Dezember 1916. Der große Krieg erlebt seine dunkelste Stunde. Sowohl die Alliierten als auch die Mittelmächte sind erschöpft, verwüstet durch das Ausmaß des andauernden Massakers. In einem einzigen Gefecht verschluckten die Ufer der Somme mehr als 1 Million Leichen, gespickt mit Kugeln, vergiftet durch Gas, von Schrapnells zerrissen und niedergerungen im unbarmherzigen Nahkampf. Giftgaswolken und Flammen bedecken die tote Oberfläche der Erde. Granathülsen bilden zu Millionen Berge aus Schmutz und Zerstörung, so hoch, dass Sonne und Mond verschwinden. Die donnernden Echos des Krieges verwehen tief im Untergrund. Bald werden einige wenige den Mut haben, sich hierher zu wagen. Aber da ist noch ein anderer Grund, warum einige Leute diesen Teil Frankreichs getauft haben. Auf den Namen Niemandsland. Steh auf, Soldat, es ist Zeit. Verdammt. Ich hab geträumt, jemand hätte mir gesagt, liegen zu bleiben. Erzähl mir nicht, du bist abergläubisch, Yankee Boy. Ich habe von meiner Jane geträumt. Und gesprochen hat die wirklich nicht viel. Wir sitzen hier schon zu lange fest. Scheint, als beweint jemand da oben unser Schicksal. In England nennen wir das Rain. Ah, ich kann mich hier umschauen. Ah, drücke auf, um die... erstmal nachladen. Und genau, das Spiel handelt vom... nicht zweiten, ersten Weltkrieg. In der dunkelsten Stunde... Die Frage ist jetzt, okay, wir nehmen einfach den hier. Und was soll ich denn jetzt machen? Ach, ich soll nach oben gehen. Dann werde ich mal gehen. Hört zu, Soldaten. Diese Nacht wird alles vorbei sein. Wir brechen mit einem Schlag durch die Reihen der Krauts. Sie sind verzweifelt und schwach. Sie würden kaum mitbekommen, was los ist. Also, haltet die Köpfe unten und die Gewehre oben. Panzereinheiten decken unsere Flanken. Und wer sind die Klinge, die durch die Deutschen fährt und den Feind wie Ungeziefer, dass sie sind zerstückelt? Genau. Wie Ratten, die sie so gerne fressen. Merkt euch diese Stunde. Heute Nacht werden die Mächte des Bösen ein für alle Mal vernichtet. Das ist unsere verdammte Pflicht. Was für ein Scheiß. Keine Aufgabe, kein Rückzug, nur der Sieg zählt. Für König und Vaterland. Boys, zerfetzt diese Bastarde. Genau, gebt ihnen Sauerkraut. Wir sind wahrscheinlich bei den Briten, weil es ist die britische Flagge. Und wir sollen jetzt hier in den Krieg ziehen. Das ist, glaube ich, die Normandie hier, soll das sein. Das Spiel ist echt... Die Engine ist schon ein bisschen veraltet, aber das Spiel sieht trotzdem noch richtig, richtig geil aus, finde ich. Vor allem die geilen Effekte und so. Wow, 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 Jungs, nicht so schnell. Das ist eine Falle! In Deckung! Das ist die Falle. Mein Gott! Oh, wir werden voll in die Falle gelockt. Krass, ey. Gas! Gas! Nein! Alles ist vorbei! Feuer einstellen! Wir wurden vergast! Und da die Bombenschläge! Babam! Die Bomber fliegen drüber. Ich krieche... Bin ich das, der hier durchkriecht? Ich bin der Einzige, der noch lebt.
Also einer der wenigen, die noch lebt. Und da ist er abgestürzt. Gott sei Dank knallt er mich nicht ab und sehe mich nicht. Also ich steuere gerade nicht. Das ist ja selber. Ne? Da ist eine Ruine in der Nähe. Verstecken wir uns dort. Okay. Wo ist die Ruine? Alle vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Das Vater unser, aha. Kennt ihr weiter? Könnt ihr weiter schreiben, was da, wie das Gebet weitergeht? Ich weiß es ja, aber vielleicht wisst ihr ja nicht. Wenn du fast tot bist. Aha, was stand da? Wenn ich fast tot bin. Boah, krass. C Company 505 Games. Das sieht ja krass aus. The Farm 51. Guck, wie heftig das aussieht. Das sieht aus wie Blazkowicz von Wolfenstein. Ist es er? Nee. What the fuck? Was ist das denn für einer? Oh mein Gott. Scheiße. Krass. Das Teaser hat so ein bisschen was so vorkommen können im Spiel. Oh. Oh mein Gott. Jetzt kommen die Zombies. Oh mein Gott, krass. Die Schrotflinte nachgeladen. Necrovision. Ein Horror-Thriller. Ego-Shooter. So ein bisschen was von. 30. November 1916. Gibt es hier irgendeinen Weg heraus? Es scheint, als wäre das hier ein endloses Höhlensystem. Durchzogen mit Schienen, die niemals enden. Überall sind Monstrositäten und Männer in Käfigen, die von wer weiß wem gefangen worden sind. Ich möchte ihnen helfen, aber ich weiß nicht, ob das geht. Ich habe diese Kreaturen kämpfen sehen und ich frage mich, ob sie die Vorhut einer Invasion sind oder vielleicht ein böser Scherz des Schicksals. Wir haben ja gerade gesehen. Ich hatte den Befehl, diese Gegend nicht mehr zu überfliegen, aber ich weiß, dass es hier irgendwo ist. Vielleicht finde ich heute das Gefängnis. Max, mein allerbester Freund, ist dort. Ich kann es fühlen. Wir haben dich bald befreit, Max. Das verspreche ich dir. Aber für den Fall, dass ich nicht mehr so lange bleiben kann, werde ich jemanden bitten, dir diesen Brief zu überbringen. Kommt noch was? Dezember okay. 1916. Ich kam bei einigen netten Leuten unter, die mich für ungefähr 4 Tage versorgten. Sie versteckten mich im Keller ihres Hauses, wo ich mich immer aufhielt und auch schlief. Aber gestern fingen Scharfschützenangriffe an und diese armen Leute wurden getötet. Ein paar von uns bauten einen Unterstand auf dem Hügel und tarnten den Eingang gut gegen diejenigen, die zuvor entkommen sind. Aber wir verloren die Kontrolle über den Hügel. Die Mächte des Experiments übernahmen ihn. Ich bin nun mit ein paar Freunden hier. Sie nennen uns Deserteure. Aber wir sind keine Feiglinge. Wir sind nur nicht einverstanden mit dem, was sie tun.
Die Obrigkeit jagt uns. Zuerst haben sie uns ins Gefängnis geworfen, aber jetzt versuchen sie, uns zu töten. Ich traue mich kaum zu atmen. Überall sind Scharfschützen. Aber Fortuna hält alle Fäden in der Hand und es ist an ihr zu sagen, ob sie uns mit ihren Kugeln erwischen oder nicht. Aber nachts ist es noch schlimmer. Dann kommt der Panzer. Ja, genau. Der Panzer. War das schon alles? Okay, noch nicht. Weiß jemand, was mit Adalbert passiert ist? Ich weiß, dass er an der Somme schlimm eingesteckt hat. Und das war das Letzte, was wir von ihm gehört haben. Wir vermissen sein heiteres Gemüt. Er war einer der Besten, sang jede Nacht zu seiner Gitarre. Und jetzt keine Neuigkeiten mehr von ihm. Wenn irgendjemand dies irgendwann liest, was ist mit Adalbert Kralle passiert? Wahrscheinlich tot. Wahrscheinlich. 12. Dezember 1900. Es geht weiter. Der Horizont ist nicht zu sehen. Nur Rauch, Asche und Staub. Es laufen Dinge herum, die zu schrecklich sind, um darüber nachzudenken. Ein paar Körperteile meines Freundes sind unter meinen Füßen. Seine Beine sind über mir, oben am Rand des Grabens. Sein Kopf mit einem großen, klaffenden Loch dort drüben. Der gefallene Graben umgibt uns. Wie auch die Bomben und die Schreie, der Schmerz. Alle kämpfen. Die Leichen stapeln sich so hoch in der Mitte des Niemandslandes, dass wir keine Idee haben, wo wir sie begraben könnten. Ganz zu schweigen von einem Gedanken an eine ordentliche Begräbnisfeier. Wie sollten wir das machen? Und wann? Und wer würde auch erscheinen? Ich habe den Eingang mit einem Felsen versperrt, nur für den Fall, dass sie sie nicht länger aufhalten können. Mhm. Ich habe Verpflegung, Waffen, Licht und eine Gasmaske. Aber vielleicht können wir mit der Maschine, die wir gefunden haben, dieses Grauen beenden. Ich glaube, das ist eine Art Waffe. Ich muss ihnen helfen. Wenn irgendjemand diesen Brief findet oder meine Leiche, zumindest weiß man dann, dass ich es versucht habe. Okay, diese Stimme, die gerade vorgelesen hat. Okay, es geht trotzdem weiter. Gibt es hier irgendeinen Weg heraus? Es scheint, als wäre das hier ein endloses Höhlensystem. Darf ich auch mal zu Wort kommen? Maschinen, die niemals enden. Überall sind Monstrositäten und Männer in Käfigen, die von wer weiß wem gefangen worden sind. Ich möchte ihnen helfen, aber ich weiß nicht, ob das geht. Ich habe diese Kreaturen kämpfen sehen und ich frage mich, ob sie die Vorhut einer Invasion sind oder vielleicht ein böser Scherz. Okay, das haben wir schon mal gehört. Ich wollte nur mal sagen,